Hi. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute. Es ist halt das Gejammer gerade groß. Ja, es ist wirklich so, weil wir, die Firma Reifenprofi, jetzt offiziell einen Insolvenzantrag haben. War klar, da geht natürlich alles relativ schnell bei sowas. Gestern lange, lange Termine gehabt, gerade was Anwalt betrifft, das und jenes. Es ist leider jetzt so und beim Gespräch hat sich auch herausgestellt, dass jetzt gerade auch viel passiert, auch was Insolvenzfirmen oder Insolvenzanträge betrifft. Was ich jetzt nebenher mache, ist Urlaubsvertretung für den Nico, dass ich da ein paar Aufträge wegdrehen muss. Und zwar folgendes. Jetzt läuft es bei uns so, dass wir jetzt 3 Monate lang, also es gibt einen Insolvenzantrag, das Gericht sagt natürlich einen Anwalt her, einen Insolvenzverwalter her, die das natürlich 3 Monate lang jetzt beobachten. Dann wird praktisch auch, ein Gutachten erstellt. Ich habe gesagt, ich erzähle es lieber hier im Video, weil es wird ja automatisch früher oder später überall bekannt und da negative Sachen eigentlich mal relativ schnell rumgehen, hättet ihr es so oder so jetzt vielleicht, gut, bis das Video jetzt kommt, wisst ihr es vielleicht auch schon. Es war, ja, vorherzusehen, sage ich, es war halt eine fucking Zeit. Ja, es war eine scheiß Zeit. Letzte Winter war nicht ideal, nicht so wie immer. Dann freut man sich natürlich auf das Märzgeschäft, Frühjahrsgeschäft und da ging es dann los. Zug macht vorne, wochenlang, ja, und dann war das Sommergeschäft eigentlich schon wieder um. Unsere Hauptkunden sind ja eigentlich Autohäuser. Was heißt Hauptkunden? Viele Autohäuser bestellen bei uns ihre Räder. Also auch Vertragspartner oder sonstige Autohändler. Das ging zurück. Also maximal, wenn es hochkommt, noch 10%. Von den ganzen Bestellungen kamen noch 10% an. Das heißt, wenn wir täglich 2, 3, 4 Bestellungen von alleine von Autohäusern gehabt haben, hatten wir das in 2 Wochen einmal. Dann kommen natürlich die ganzen Felgenhändler, Werkstätten, Reifenhändler, die kamen dazu. Die haben sich auch nichts mehr auf Lager gelegt. Normalerweise legen sie sich immer gern so ein paar Standarddinge, gefragte Sachen auf Lager. Kamen auch nicht mehr dazu. Also fast null. Und dann haben wir natürlich diese Kunden, diese überwiegend Selbstständige. Ob der eine Cafeteria hat, ein Restaurant hat oder irgendwelche Kleinbetriebe haben, egal was, ob sie was produziert haben, egal was. Das sind so, ich sage jetzt mal, von einer Person bis 30 Mann Betriebe. Das waren auch ein ganz, ganz großer Teil von Kunden von uns. Das heißt, das sind alles auch Leute, die fahren heute M-Modelle, AMG-Modelle, Porsche-Modelle, Sportwagen. Also, weil es auch viel Leasing ist, vielleicht manche Leasing, manche halt nicht, ne? Und die waren sich jetzt nie zu schade, auch mal einen Radsatz für 3.000 bis 5.000 Euro zu kaufen. Ein AMG-Satz oder ein Porsche-Satz oder ein Audi-Satz. Ne? Und dann individuell pulvern, drehen und dann neue Reifen gleich drauf, mach mal. Ja, ging ja alles über die Firma. Die sind natürlich auch nicht mehr da. Oder sehr, sehr, sehr wenig. Also entweder waren sie betroffen, es ging nicht mehr. Oder wenn sie nicht betroffen waren, was ein kleinerer Teil ist, dass sie jetzt einfach mal Piano machen. Die sagen, ich habe jetzt gerade Räder zum Fahren und so lasse ich das jetzt mal. Diese 30-40% Umsatz, was wir noch gemacht haben mit Reifenprofi, das geht jetzt, Thema geht nur um Reifenprofi GmbH. Levella GmbH ist eine komplett getrennte Firma, hat auch nichts miteinander zu tun, außer denselben Geschäftsführer zu haben. Jetzt ist es so, dass natürlich wir nur noch 30-40% Umsatz gemacht haben, sprich von März bis jetzt. Jetzt in Sommerzeit vielleicht noch weniger. Und das halt nur durch die Endkundengeschäft. Ich sage jetzt mal ein Familienvater, normale Leute, die jetzt mal Reifen gebraucht haben oder Räder gebraucht haben, wo hauptsächlich jeder Piano gemacht haben. Diese Tuning-Szene, die lief. Ob es jetzt bei Levella ist, ob das bei H&R ist, ob das bei KW ist, ob das bei MB Design ist. Diese Leute, die einfach Tuning-affin sind, die haben halt gesagt, ja, ich kaufe mir meine Felgen, ich kaufe mir mein Fahrwerk, ich kaufe mir meinen Lader, alles ging. Das sind auch meistens Leute, die lassen sich auch von Corona oder sowas gar nicht beeinflussen. Aber unsere Kunden waren halt viel Geschäftskunden und natürlich auch viele Endkunden auch,
die einfach nur gesagt haben, ja, ich brauche das jetzt nicht. Warum? Die sind ja auch bei der Kurzarbeit. Oder die wissen ja auch nicht, wo es hinführt. Es ist jetzt leider Gottes so. Wir haben jetzt im Prinzip in 3 Monaten, haben wir jetzt Gott sei Dank, muss man auch dazu sagen, dass es jetzt Winter ist, dass das Wintergeschäft jetzt vor der Tür steht. Ja, ob das jetzt in 3 Wochen anfängt, 4 Wochen anfängt oder in 6 Wochen anfängt, eigentlich geht es Ende September los. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, ich drehe nebenher, sind auch Leasingrückläufe. Das muss weitergehen und wir werden es natürlich auch weiterhin machen. Wir werden in den nächsten 3 Monaten auch ganz normal weiterarbeiten. Klar, mit dem Insolvenzverwalter also parallel. Und unser Ziel ist jetzt einfach mal, für dein Lager komplett leer zu verkaufen. Alles leer, dass du alles rausholst. Und also müsstest du nicht mal ganze Lager verkaufen, aber lieber alles raus. Dass wir einfach mit der Firma Reifenprofi hier andere Maßnahmen dann haben hinterher. Weil nach drei Monaten entscheidet sich das praktisch laut dem Gutachten, was dann passiert. Wir wollen natürlich weitermachen. Deshalb lieber alles verkaufen, weil neu kaufen kann man immer. Wir wollen jetzt einfach das Lager leer machen. So, Levella geht, wie gesagt, weiter. Man darf halt eins nicht vergessen. Klar, Levella habe ich echt viel Zeit investiert. Ne? In den letzten 2 Jahren extrem viel Zeit investiert. Ich habe Reifenprofi eigentlich nicht vernachlässigt, weil mein Bruder auch da war. Und ich war ja auch immer ein Ansprechpartner, weil ich habe mich beim Reifenprofi, ihr müsst mal so bedenken, mich um den Einkauf gekümmert. Ich hab mich bei Reifenprofi um den Verkauf vom Großhändler gekümmert. Teilweise auch mit vielen Händlern habe ich mich drum gekümmert. Dann war noch dabei, eventuell, da habe ich mit meinem Bruder zusammen gemacht, welche Felgen müssen gepulvert werden, welche nicht. Das mit dem Drehen habe ich klar Nico abgegeben. Es sind dann aber auch im Alltag, also du bist ja hier auch als Geschäftsführer, bist du ja auch mit jedem Mitarbeiter hier in Kontakt. Ne? Das heißt, wenn der eine Mitarbeiter sagt, er hat das Problem, bist du ja auch da als Ansprechpartner. Wenn die Leute Urlaub haben wollen, bist du auch der Ansprechpartner. Und dann kommt natürlich noch dazu Levella. Auch Thema Einkauf, Thema Herstellung, Thema Felgen, TÜV, Thema Klamotten, Thema Video, Thema Projekte. Ja? Und ich habe natürlich eine coole Familie. Das kommt nochmal hinzu. Es heißt jetzt nicht, dass ich sage, das war zu viel. War eigentlich nicht. Das war alles noch kontrollierbar. Aber dieses Jahr hat uns alles querbeet recht, auch bei Levella. Diejenigen, die ihre Felgen zu spät gekriegt haben, tut mir leid. War auch keine Absicht, ne? Dass alles auf der Welt einfach mal stehen bleibt für 3-4 Monate. Wir wollen das Beste draus machen. Will weitermachen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, klar habe ich die Laune nicht mehr dazu, ne? Aber muss ich mir halt wieder selber motivieren, das habe ich ja in den letzten 19 Jahren auch gemacht. Es war ja immer Tiefen und Höhen, wer meinen Vlog kennt, 2 und 3, könnt das auch mal angucken. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass ich da immer wieder aufstehen will. Jetzt die Zeit ist natürlich noch mal schwieriger wie damals. Ist aber so, das nehmen wir jetzt so hin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll jetzt. Also, es ist halt scheiße alles. Ne? Es ist halt wirklich scheiße. Wir machen das Beste draus. Ich glaube dran, dass wir diesen Hügel überwinden. Diesen schweren Hügel, steinigen Hügel. Dass wir da wieder rauskommen. Aber momentan haben wir halt nichts mehr in der Hand. Wir können eigentlich im Prinzip nur noch verkaufen. Also jeder, der bei Reifenprofi heute was bestellt und bezahlt, der kriegt seine Teile auch. Alles. Unabhängig davon, natürlich werden wir sehen, wenn es am Schluss wirklich an nicht mehr große Sachen hängt. Levella ist jetzt nicht so mega stark. Ne? Levella haben wir mitgezogen. Mittlerweile steht es auf eigenen Beinen, aber die sind jetzt nicht so mega stark, dass wir sagen können, okay, komm, wir helfen mit Levella aus. Das geht leider nicht. Wenn wir in 3 Monaten eine Möglichkeit haben, natürlich mit Levella Reifenprofi aus der Geschichte rauszuziehen, würden wir es natürlich machen. Aber aktuell ist es schlecht. Und mir ist es auch jetzt entgangen, wie ich habe ja gesagt, nächste Woche eigentlich Wörthersee. Ne? Seit gestern ist der Plan mit Wörthersee bei mir im Kopf eigentlich weg, weil ich einfach die Laune nicht dazu habe. Und ich will jetzt auch nicht, wir waren auch mit der Familie nicht weg. Klar ist mir Wörthersee viel und meine Familie sagt dann, ja geh, mach das.
Aber ich will jetzt einfach nicht weg. Ich hab, glaube ich, dort auch den Kopf nicht dazu. Und jetzt zählt es auch hier, dass ich jeden Tag hier bin, um einfach das Maximale rauszuholen, was ich an Stunden hier investieren kann. Weil von mir hängt auch viel ab, dass ich jetzt, ich bin immer noch mitten im Gang, um die Preise reduzieren. Und mir fällt auf, dass da irgendwelche Sätze, teure Sätze in den ganzen Gängen oder beziehungsweise in den Regalen stehen, die nicht mal online waren. Warum, wieso, weiß ich nicht. Wenn ich da mit dem Nachforschen beschäftigt bin, bin ich auch 3/4 Stunde bei einem Satz beschäftigt. Dann sag mal, komm, nimm ihn raus, nimm ihn neu auf, nochmal rein und fertig. Also da bin ich gerade dran, vor allem abends. Klar, hast du mal da auch mal Besuch oder irgendwas, wo du dich auch mit den Leuten natürlich beschäftigen willst. Aber dann will ich auch die Zeit hier haben, um einfach, dass ich auch hinterher sagen kann, ich habe alles gegeben. So, darum geht es mir. Natürlich sind die Mitarbeiter alle weiterhin da. Die werden natürlich auch alle da bleiben. Ich kenne mich jetzt auch, ich hab die Dame gestern tausende Fragen gestellt. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, ich kenne nur Namen. Insolvenz heißt für mich runter. Anscheinend gibt es neue Regelungen, dass es vielleicht nicht mehr so ist. Ich werde dann jetzt auch schlauer, was passiert, weil wir auch jede Woche Termine haben. Wir werden auf jeden Fall Vollgas geben. Ich werde definitiv nicht aufgeben. Es fällt uns jetzt umso schwerer, ja, weil du vielleicht sagst, du arbeitest hier, aber könnte eigentlich für Katz sein. Nein, wir machen bis zum Schluss und wir werden euch auch auf jeden Fall ja komplett mitnehmen. Totaler Bullshit. Aber wir wollen uns auch nicht von allem verabschieden jetzt auf einmal und dass ich mich jetzt zu Hause einsperre und ja, dafür bin ich der Typ nicht. Und ich stehe auch zu allem, wenn was schief läuft, stehe ich zu allem gerade. Auch privat, alles. Also ich will nie, dass jemand mir sagt, Reifenprüfung hat mir geschadet. Wird es nicht geben. Aber es ist halt mein Baby. Reifenprüfung war immer mein Baby und bleibt mein Baby. Ja. Eigentlich hat wieder genug gejammert. Was wir jetzt hier machen, das kann ich euch auch mal ein bisschen erklären, falls es euch jetzt noch interessiert. Das sind jetzt Felgen, Originalfelgen, wo wir jetzt hergehen und einfach die Macken hier abdrehen. Bordscheibenmacken, gerade weil der Typ beispielsweise seine Macken raushaben will oder das Auto zurückgeben muss und die Felge nicht bezahlen will. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, bei einer Felge, die heute neu 70 Euro kostet, nicht geeignet dafür, außer sie ist nicht lieferbar. Das gibt es mittlerweile auch schon. So, jetzt habe ich zum Beispiel eine Skoda-Felge. Bei der Felge ist es jetzt nicht nur das Abdrehen. Du siehst jetzt auch hier, ne? Die Macke, siehst du das? Nein. Ja. Da ist jetzt zum Beispiel so gewesen, diese erhöhte Fläche hier war glanzgedreht. Vielleicht könnte ich mal dem Alex ein Bild schicken, wie die Felge eigentlich aussieht. Das war schwarz-glanz und die Front war gedreht. Der Kunde hatte jetzt aber hier auf der gedrehten Fläche diese Macke und hatte auf der Fläche, wo jetzt schwarz ist, auch eine Macke. In dem Fall müssen wir natürlich hergehen und sagen, okay, wir müssen die Felge komplett entlacken, frisch strahlen und kann nicht gescheit denken, ja. Weil mir die Scheiße immer wieder in den Hirn rutscht. Wir haben das jetzt verschliffen, haben die Felge neu gepulvert, dass das hier wieder blitzblank ist. Wir werden jetzt hier an der Maschine die Front hier abdrehen einmal, bis diese Macke weg ist. Man sieht auch, es ist auch nicht mehr so viel Fleisch da. Das heißt, wir könnten nicht x-beliebig mal die Felge drehen. Irgendwann ist Ausschluss. Wir haben jetzt nach unseren Richtlinien auch Regeln und beziehungsweise auch Grenzen und Toleranzen. Wenn die jetzt hier abgedreht ist, kriegt sie hinterher einfach nochmal einen Pulverklarlack. Dann ist das hier Schwarzglanz und hier gedreht und somit eigentlich auch wieder neu. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wiesenrückläufer ist oder irgendwelche Kunderäder, jetzt die einfach auf Wunsch so gemacht werden müssen. Weiß ich nicht. Ich werde die jetzt mal vermessen. Vielleicht wollt ihr mal da dabei sein beim Vermessen. Was ich jetzt gerade hier mache, also diesen Messer brauchen wir, um einfach diese Maße rauszukriegen und natürlich auch zu ermitteln, wo liegen diese Maße, in welche Höhe und so weiter. Deswegen habe ich jetzt einmal den Tisch abgenullt und dann muss ich einmal um die Felge rum. Ich setze da einmal ein paar Punkte hin, um einfach den Mittelpunkt zu ermitteln. Anschließend muss ich jetzt genau diese Kontur hier abtasten. Natürlich
solltest du am besten eine Kontur nehmen, die keine Macken hat, ne? Weil sonst tust du ja genau diese, wenn ich jetzt hier abtasten würde, würde ich genau diese Macke, also das will ich ja nicht, ich will eine Ebene haben, wo eigentlich nichts ist. Und da ist halt immer das Problem, oder das musst du halt vorher überlegen, wie fährst du an? Fährst du gerade an, fährst du mit dem Radius an, je nachdem, jetzt weiter BMW fährst, musst du mit so einem Radius anfahren. Die muss ich jetzt komplett gerade anfahren. Deswegen ist immer der erste Punkt und so eigentlich sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob du gerade Flächen abfährst oder Radien. Und der letzte Punkt ist immer sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch diese günstigeren Maschinen, die tasten in der Maschine die Felge ab. Die verbinden diese Dinger, aber das, was wir hier machen, wir können jetzt die komplette Kontur, also das kannst du an der anderen Maschine teilweise nicht mehr, weil der tastet sie ab, hat diese Punkte fest und dadurch kann er sie nicht mehr ändern. Der müsste es alles mit Dreisatz, oder Dreisatz sage ich, komplett errechnen, die Wege neu errechnen und dann halt drauf oder runter. Wir können damit jetzt mit diesem Programm können wir hergehen und sagen, okay, in welche Richtung will ich? Ich kann den anheben, weil ich sage, okay, ich will hier kein Material abnehmen, eher hier. Oder was für einen Ausgang mache ich, was für einen Eingang mache ich. Damit kannst du halt viel mehr, weil du einfach komplett die Daten hier drin hast. Das habe ich jetzt ermittelt, das tue ich jetzt einfach mal speichern. Das sind auch schon die ganzen Programme, Moment, hier. Was wir schon alles gedreht haben, siehst du von den Marken her? Ja. Also alles mögliche sogar. McDrellen, ja, alles Mögliche dabei, auch Zubehörräder natürlich dabei. Das ist jetzt eine Skoda-Felge zum Beispiel in dem Fall, 19 Zoll. Kann man die mehrmals verwenden? Das ist ja das Geile an dem Programm, dass wir da hergehen können und sagen, habe ich das Programm schon? Habe ich das schon einmal praktisch so programmiert? Wenn ja, kannst du es verwenden. Jedoch hat es bei, eigentlich helfe ich schon wieder Konkurrenz hier, es gibt Felgen, muss ich auch mal gucken, ob das die hat. Ja, hat sie. Okay, das habe ich nämlich jetzt gerade eh vergessen mit einzugeben. Gut, das hätte ich jetzt nachher eingegeben. Und zwar hat die eine Nummer drin. Das heißt, damit weißt du als Hersteller oder hinterher, in welche Kokila hast du die Felge gegossen. Ne? Das heißt, bei solchen Felgen, das sind ja Massenprodukte. Das heißt, von der Felge wurde vielleicht 2 Millionen Stück gegossen, Beispiel, ja. Und alles, was Original- und Massenprodukt sind, wird bestimmt nicht mit einer Kokila gegossen, weil bräuchten halt ein paar Jahre dafür, ne. Das muss ruckzuck gehen, da werden gleich mal, ich sag mal, 6, 7, 8 Kokilen gemacht, und da wird ganzen Tag, also da kommt Minutentakt, kommt so Gussberge raus. Und das halt aus 8 Maschinen. Jetzt ist aber jede Kokila ist nicht 100% gleich. Die werden zwar nach einem bestimmten System gefräst, gemacht, aber die sind nicht immer gleich, weil die eine Kokille, Beispiel, nehmen wir an, da war jetzt irgendein Fremdkörper dabei, wo jetzt das Werkzeug in eine Macke reingekippt hat. Wie soll ich das am besten erklären? Ich erkläre es dir hier. Nehmen wir an, das wäre die Form, wo so ein Guss reinkommt, ja? Ihr müsst euch das in einem vorstellen. So, jetzt ist hier irgendeine Kerbe drin, eine Macke, vielleicht ist mal ein Werkzeug reingefallen, egal was. Jetzt ist diese Kerbe, wirst du hier auf der Felge sehen. Stimmt's? Durchgießen. Jetzt wird natürlich dieses Werkzeug wird dann bearbeitet. Dann stimmen schon mal diese gefrästen Konturmaße schon mal von vornherein gar nicht mehr. Wird also komplett eventuell nachgedreht, nachgefräst, was auch immer. Und da sind sie immer noch in ihre Toleranzen natürlich drin, weil sie damit rechnen, dass die Werkzeuge nochmal nachreparieren oder auch instand setzen nochmal. Deswegen ändert sich jede Kokille, hat andere Maße von Felgen. Jetzt habe ich diese Felge habe ich nach dieser Kokillennummer genommen. Das heißt, ich kann die so abspeichern und kann mit ohne Kopfschmerzen jedes Mal diese Kokille eigentlich wieder verwenden. Weil sie vom großen, vom Hauptmaße her identisch sind. Auch wenn sie jetzt vom Durchmesser her zählen, das macht mir nichts aus. Aber das hier macht zum Beispiel viel aus. Oder selbst die Form macht teilweise viel aus. Deswegen ist es immer sinnvoller, dass wir für jede Kokille, weil wir wirklich im Hundertstelbereich arbeiten teilweise, einfach wichtig ist. Wenn ich jetzt mal irgendwann jetzt eine Kokille kriege, da steht Kokille Nummer 2, also eine Felge kriege, da steht Kokille Nummer 2 drin, dann muss ich sie komplett nochmal neu programmieren. Also neu bemessen, neuen Programm machen. Sehe ich die Nummer 1 drin, kann ich das verwenden. Ich habe im Prinzip zwei verschiedene Programme.
einmal natürlich Tastprogramm und einmal auch ein Programm, wie ich mein Programm schreibe. Ne? Das ist ein Blanko. Ja, jetzt suche ich mir das, was ich gerade gemessen habe, raus. Guck mal, wie viele Bugatti-Felgenvarianten wir schon gemacht haben. Gut, die machen wir ja seit 2 Jahren. Ne? Das sind im Prinzip hier die Punkte, was ich jetzt aufgenommen habe. So, jetzt lege ich sie natürlich alle in eine Linie. Ziehe mir dann auch einen Strich durch. Sage, okay, wie er genau welche Toleranzen er nehmen soll. Das sind meine Punkte, meine Oberfläche jetzt praktisch hier. Ne? So, jetzt muss ich dem auch sagen, wo ist der Nullpunkt? Wo soll er antasten, um meinen Nullpunkt rauszufinden? Deswegen habe ich hier 2 Punkte gemacht. Einmal hier und einmal hier. Also genau an dem Steg, weil der soll er meinen Nullpunkt messen. Mit diesem 3D-Taster hier, was da hinten ist. Der Renisher. Und das sind meine 2 Punkte und deswegen gehe ich jetzt auch hin und sage, okay, setz meinen Nullpunkt genau hier rein. Dann habe ich ihn da reingesetzt und bam. Jetzt siehst du auch, dass die Felge, das ist jetzt die eine Hälfte, dass die Felge nicht 100% so gerade ist. Das heißt, die sieht man so mit dem Auge nicht. Man denkt wirklich, die ist gerade. Da sieht man jetzt dadurch, sieht man, dass sie so leicht einen Radius hat. Jetzt habe ich noch ein paar Einsleiten gemacht, aber wenn ihr das sieht, bringt es euch wahrscheinlich nichts. Das ist jetzt die Kontur, die ist jetzt nur schräg gestellt. Ne? Das ist, ihr müsst jetzt vorstellen, die ist jetzt so eingespannt, die Felge. Das ist Programm. Jetzt drücke ich auf Play, dass mein Werkzeug jetzt einfach mal da drüber fährt. Pass auf. So, jetzt seht ihr aber hier, der fährt so rein. Siehst du das? Warte mal, ich kann es auch in Schritten machen zum Beispiel. Da kommt der, siehst du, Meißel, und fährt so rein. Darf er nicht. Wenn er so reinfährt, habe ich das Problem, dass ich dann so einen Grat dann habe. Der soll ja so rein. Nicht so genau auf die Kante, sondern so rein. Jetzt kann ich halt nichts beliebig ändern. Also da gehe ich auf die Eintauchbewegung. Statt 90 Grad mache ich jetzt 0 Grad. Ich kann jetzt auch x-beliebig aus Schräge kommen. Ich kann jetzt auch sagen, okay, fahre mit 2 Grad an. So. Siehst du? Jetzt kommt er nicht mehr so und rein, sondern der macht hier diesen Schnitt. Pass auf. Siehst du? Jetzt kommt er von da außen und dann fährt er da drüber. Dann fährt er alle meine Punkte an. Und genau so ist es natürlich auch wichtig, wie fährt er raus? Siehst du jetzt, dass du hier mit so einem Radius wieder rausfährst? Ja. Das heißt, dass er mir so einen Zapfen vielleicht da noch stehen lassen kann. Mini-Zapfen, sage ich mal, Mini-Steg oder ein Grat. Deswegen sage ich ihm, hey, pass auf, du sollst da nicht einen Bogen rausfahren, nicht Bogen wegfahren, sondern linear. Linear in 180 Grad. Gucken wir mal. Siehst du? Jetzt ist er da raus über diesen Punkt drüber gefahren. Das heißt, hier wäre er direkt an diesem Steg hier, wo er eigentlich drehen sollte, wäre er jetzt in einen Radius rausgefahren. Das heißt, du kannst hinterher einen Steg da haben. Jetzt habe ich ihn so programmiert, dass er einfach durchfährt, die Strecke. Also da sind ja viele CNC-Fräser, Dreher dabei, die sagen, ja logisch, ich weiß doch, was du meinst, Junge. Muss ich das so erklären. Für die Leute, die es nicht wissen, war das jetzt auch gedacht. So, jetzt habe ich ein Programm fertig. Jetzt gehe ich hin und tue mir das einfach einmal speichern. Jetzt habe ich das Programm an meine Maschine weitergeschickt. Jetzt ist die Felge gespannt. Ist dann natürlich wichtig, wie man die Felge spannt. Ne? Nicht mit drei solchen dünnen Dinger, sondern es müssen solche dicke, fette Backen sein. Und die sind exakt auf 19 Zoll ausgedreht. Das heißt, die liegen auf eigentlich ist genau 50% oder teilweise über 50% Fläche gespannt. Weil ich habe das schon gesehen, dass man mit solchen dünnen Pratzen macht an 3 Stellen, dann darfst du die Felge hinterher eigentlich wegschmeißen, wenn du zu weit festgedrückt hast, weil dann hat sie nämlich einen Schlag drin. So, jetzt habe ich sie drin und ich mache das generell so, wenn ich jetzt die erste Felge drehe, achte ich drauf, wenn ich ein Programm neu gemacht habe, achte ich drauf und bei der zweiten Felge kann ich sie dann durchlaufen lassen. Das weiß jeder Fräser, jeder Dreher, dass man das so machen sollte. Einmal Piano drüber fahren. Guck's mir nur grob jetzt an, nicht, dass er jetzt irgendwo irgendeinen Scheiß übernommen hat. Ich guck mir hauptsächlich jetzt diese bestimmte Achse an, ob der mir irgendwo mal so reinfährt. Ne? Kann ja passieren. So, okay, das sieht jetzt soweit alles gut aus. Was er jetzt macht ist, er holt jetzt hier den Taster ran und setzt mir meinen Nullpunkt. Moment. Muss ich es hier ungefähr hindrehen, dass er mir das auch hier antastet. Nicht.
Jetzt tastet er genau nochmal an, die Position, was ich ihm gesagt habe. Und dann fährt er zurück und hat seinen Nullpunkt jetzt auf diesen Punkt gesetzt. So, und jetzt kommt diese Schneidplatte. Wir benutzen nur die eine Schneidplatte. Das sieht jetzt, wenn du es genau so guckst, das sieht aus, als würde die Felge einen Schlag haben, ne? Warte. Siehst du denn durch den Schatten immer mal da mal nicht? Das lasst euch davon nicht irritieren, weil da siehst du jetzt einmal einen Steg und einmal nicht. Deswegen sieht es so aus, als hätte er einen Schlag. Hat er aber nicht. Gucke ich natürlich gleich, auf welchen Maß der fahren will. Jetzt fährt er den ersten Punkt an. Ich habe jetzt eigentlich, müsste er vielleicht nur ein bisschen ankratzen oder minimal abnehmen. Wenn, dann sieht er vielleicht nur so, was ist, minimal nur. Jetzt lasse ich ihn laufen. Natürlich checke ich, hab den Finger hier immer drauf. Und ich sehe ja hier, als Fräse oder als Dreher kannst du natürlich auch Programme lesen, auf welche Punkte er als nächstes immer fährt. Und dann sehe ich, kann ich hier auch schon voraussehen, wo der hinfährt. Daher ist es jetzt gerade alles so gut safe. Jetzt werdet ihr auch gleich die Macken besser erkennen können, wenn er einmal drüber gefahren ist. Jetzt sieht man im Prinzip hier, dass er hier schon drüber gegangen ist. Da sieht man mal, wie unterschiedlich sind. Hier hat er angekratzt, siehst du? Sieht man das? Das Matte? Ja, sieht man. Hier hat er wieder was abgenommen. Hier auch. Hier auch. Was sagt es uns? Durch diese Macke, was da reingekommen ist, ist die Felge jetzt vielleicht um hier an dieser Stelle, weil ich hier wirklich nur angekratzt habe, vielleicht jetzt um 3, 4, 5 Hundertstel weiter drin. Jetzt übertrieben, das siehst du mit dem Auge nicht, ne? Aber du merkst halt, hier war die Macke, hier nimmt er auf der geraden Fläche, wo jetzt keine Macke hat, nicht so viel weg. Jetzt muss man eigentlich gar nicht mehr so viel zustellen, außer halt, um die Macke hier wegzumachen. Aber das sieht immer eigentlich viel schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Ach übrigens, am 13.09. Kabel 1 gucken. 22 Uhr noch was. Abenteuerleben. Was passiert da? Ich weiß nicht, ob ich das schon alles sagen darf. Ich darf da gar nichts sagen. Guckt rein. War, ist witzig. Also, ich war auch dabei. Mit jemand anders zusammen. Vielleicht wisst ihr, könnt ihr euch auch schon denken. Direkt nach der Sendung Trucker Babe. Also im Trucker Babe war ich nicht dabei. Nee, da war ich nicht dabei. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen weg. Jetzt sieht man, wie die Macke eigentlich war. Ne? Solange die Maschine jetzt läuft, habe ich gesagt, ich zeige euch die mal. Die kommt jetzt als nächstes. Und das Gute ist, dass wir wirklich für jede Größe, jede Zollgröße andere Backen haben, dass sie halt immer hier am Umfang exakt passen. Also anliegen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Da kannst du nicht irgendeine Backe nehmen, wo nur ein teilweise spannt, sondern die muss komplett den Umfang spannen können. Und das ist jetzt zum Beispiel, das ist gar kein Thema. Sieht immer so brutal aus. Die Macke sieht so brutal aus, aber in Wirklichkeit sind das jetzt hier vielleicht 3/10 Millimeter. Und dann anschließend Klarlack. Aber ich zeige euch jetzt gleich die Skoda-Felge, wie sie jetzt aussieht. Also die gibt es jetzt auch in Silber, glaube ich, die Felge. Da zeige ich euch auch nochmal einen Trick. Warum? Das sind jetzt Gussfelgen. Und bei Gussfelgen stehen da 4 verschiedene Teilnummern jetzt drin. Für jede Farbkombi gibt es eine andere Nummer. Deswegen kommen die als Rohling alle gleich aus. Hast du es verstanden? Ja. Ja. Und dementsprechend, wie sie jetzt die Farbe machen, zählt dann die Nummer, weil da steht dann Beispiel, warte mal, da habe ich drauf eine. Hier steht jetzt zum Beispiel hier schwarz-rot, dann zählt diese Nummer. Hier steht Anthrazit. Ah. Hier steht schwarz gedreht und die ist dann silber gedreht. Also gibt es dann theoretisch alle 4 Nummern und je nachdem, wie sie halt gemacht wird, ist die Nummer schon drin. So easy. Es geht natürlich nur bei Gussfelgen, ne? Ja, gut. Wechseln wir nebeneinander. Ah, so. So Vorher-Nachher-Effekt, ne? Also das könnte man auch theoretisch bei einer x-beliebigen Felge machen, wenn sie vorher komplett silber war und Front gedreht war, dass man sie so machen kann. Gibt halt gleich was anderes her. Da könnten wir jetzt auch theoretisch hergehen und matt machen, dann ist diese gedrehte Fläche auch matt, das Schwarze ist matt, dann ist das Gedrehte natürlich auch matt. Oder, was wir jetzt machen, Glanz, Klarlack, dann wird natürlich das Schwarz-Matte hier auch Glanz. So, ich mache jetzt weiter. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns oder hören uns in den nächsten Videos. Bis dann.